Rucksack irgendeine Wirkung bei dir? Soll so eine Art Energieschub auslösen, aber bisher merke ich nicht. Also, mal unter uns. Wir hätten mehr Geld verlangen sollen. Sehr viel mehr. Ich bin mir sicher, dass das nicht im Vertrag stand. Aber es lässt sich alles neu verhandeln. Musst du dich unten anmelden. Kann ich aber nicht empfehlen. Kein Zweifel. Sie haben die Antikörper. Vielen Dank. Moment mal, was? Sie sind vielleicht der Schlüssel zur Rettung der Welt, Jake Mueller. Zuerst rette ich mich aber selbst. Verloren? Nur das Gleichgewicht. Alles okay. Sherry Birkin, Vereinigte Staaten. Ja, schön für dich, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Kommst du? Nach Ihnen. Dinger da oben waren Jabo. Das sind die BOWs, die die Rebellen einsetzen. Das erklärt, warum es hier von BSAA-Truppen nur so wimmelt. Wir müssen das Land verlassen, ohne dass uns irgendjemand bemerkt. Mit dir, Sherry, immer. So, damit herzlich willkommen. Du hast schon wieder immer dieses Rauschen gehabt, Mann. Oh Mann. Okay, aber okay. Ja, jetzt geht's weiter im... Mit dem dritten Pärchen. Und zwar Sherry Birkin und Jake Mueller. Und darf man das schon sagen? Nee, sollte man noch nicht. Du hast einen Taser. Jo. Ich hab Hände. Also weißt du, wer Jake Mueller ist? Ich weiß, wer Jake Mueller ist, ja klar. Sehr schön. Ich sag mal so, guckt euch die Szene am Anfang nochmal genau an, für alle Resident Evil Fans, die die anderen Teile gesehen haben oder gespielt haben. Und guckt euch mal genau die Schlagerfolge an, die er benutzt hat. Die kommt einem bekannt vor. Ja, das wird auch noch gesagt. Ja, es wird aber noch gesagt, aber für die Leute, die nicht warten können. Und ich sag's mal so, ich sage jetzt nicht, was passiert, aber in die letzte Szene. Oh! Gänsehaut. Ja? Also wirklich die allerletzte Szene in der gesamten Story von ihm. Gut. Sondern wer Sherry Birkin ist, sollte eigentlich auch jeder noch wissen. Also wer Sherry Birkin ist, okay. Wer war Sherry Birkin? So. Wer war denn Sherry Birkin? Let's go. Aua. Du musst dich ein bisschen verstecken. Schießen halt auch auf uns. Der BSAA hört mit dem Geballer auf. Jeder in ihrem Zug ist jetzt zum Jabo mutiert. Und sie tragen die gleiche Kleidung wie die. Los, wir müssen hier weg. Jake Mueller ist übrigens eigentlich ein Söldner. Ja. So. Und alle von seiner Truppe haben halt diesen Energieshot genommen. Energieschub. Ja. Ich könnte jetzt eine variable Marke nehmen von dem. Alter, meine Pistole hatte 3 Schusssalbe. Aber er hat auch dumme Sprüche drauf. Er hat dämliche Sprüche. Aua.
Das ist tatsächlich die Story, die ich am meisten gespielt habe, einfach weil ich Sherry liebe. Jetzt habt ihr's! Hier! Bei ihm, bei mir habt ihr's zuerst gehört! Hi! Hi! Kommt hier noch einer? Eine Raketen? Nee. Nein, wir müssen hier lang. Aber ich liebe Sherry eigentlich nur wegen einem einzigen Kapitel. Deswegen spiele ich das Kapitel so oft. Und es kratzt. Aua. Hi. Doch. Das Eins der Chaos. Deckte hoch. Okay. Du bist schon weiter, oder? Ja, ich bin weiter. Ich bin oben gewesen. Ach. Ich bin runtergefallen. Hä, wo bist du? Ich bin runtergefallen. Ah, dann lauf. Der Heli verfolgt dich. Ja, ich bin ja auch Jake Mola, der Badass. Ja, Badass Motherfucker Jake Mola. Jo! Bin schon hier. Nein, er kurz wieder mit der Wand. Ich hab nur Hände. Du hast noch eine Pistole. Nee, hab ich nicht mehr. Aber alle Schüsse verbraucht. Okay, eins noch vorbei. Nein, Spaß, ich hab einen Schuss. Ich will 200.000 sofort, plus 200, wenn's vorbei ist. Oh, und BOWs kosten extra. Weitere 1.000. Für jede. Ich bin nicht hier, um sie anzuheuern. Was? Was willst du denn? Ihr Blut. Vom Roten Kreuz, oder was? Nein, hören Sie, diese Dinger, die uns angegriffen haben, sind mit einem neuen Virus infiziert. Dem C-Virus. Hm? Sie haben sich gerade eine Dosis davon verabreicht. Es hat bei Ihnen nichts bewirkt, weil Sie über Antikörper verfügen. Im Moment kämpfen wir gegen einen globalen Bioterrorismusangriff und wir brauchen dringend einen Impfstoff. Wir brauchen Sie, Jake. Wir brauchen Ihr Blut. $50 million. Was? In bar. Nicht verhandelbar. Dafür kriegt ihr eine ganze Flasche. Leute, merkt euch die Zahl 50 Millionen. Merkt sie euch einfach mal. Wie geil, wie trocken, Alter. Er, der Typ, der die Welt retten kann, $50 million in bar, nicht verhandelbar. So merkt euch, trocken. Also merkt euch einfach mal die 50. Okay. Wir haben keine andere Wahl. Pass auf. Hi! Es war klar, dass sie sowas kann. Oh. Hä? Langsam. Ja, lass mich mal. Mano, ich würde auch mal drauf drücken, auf die Tube. 50 Millionen Bar. Nein! Beide ab! Okay. Ah, das ist ein Emblem. Was? Ja, ich auf zu wackeln. Okay. Hab ihn! Beim ersten Schuss. Wuhu! Alter, als ob. Angeber. Ja, worauf wartest du? Sehe ich etwa wie eine Akrobatin aus? Ich suche mir einen anderen Weg. Gehen Sie nicht zu weit weg. Keine Angst, ich laufe nicht weg. Oh fuck, mein letzter Gott. Ach, du musst einen anderen Weg laufen? Ich muss einen anderen Weg laufen. Ich bin nicht so gab wie Jake. Ich bin halt nur die kleine Sherry. Muss ich hier hoch oder du kommst von da oben wahrscheinlich? Du musst erst mal warten. Ich muss nur mal kurz zurückkommen, bitte. Geben Sie mir Ihre Hand! Langsam fühlt sich das wie Arbeit an. Ich muss, glaube ich, hoch, oder? Einmal rum, oder was? Ja. Vorsichtig.
Klack. Zack. Und zieh das Mädel hoch. Ist da noch was? Nein. Ich nehme mir schnell einen Weg. Hallo. Ah! Aha. Wieso? Hey, kann er denn da runterfallen? Weil es so ist. Die BSAA hat ein hartes Stück Arbeit vor sich. Und das ist längst nicht alles. Soweit ich weiß, hat der Auftraggeber einen Panzer am anderen Flussufer. Die BSAA wird die Brücke in den gleichen Säcken verlassen. Nein, sie liegen falsch. Die war teuer. Jake! Naja, ich wollte Inventar angucken. Weil jeder hat ja einen anderen. Nein. Ah, sonst. Woho! Ja, GG! Ich mach auch alles kaputt. Nein! Was soll denn das? Was soll der Scheiß? Ich bin keins dieser verdammten Monster, ihr Schwachköpfe! Oh! Jo, Alter! Hast du das? Hat mich gerade ein Javo gerettet? Glaube jetzt mal nicht. Doch, mit der RPG? Oder warst du das? Bist du denn? Dann muss es ein Javo gewesen sein mit der RPG. Dann war das ein Javo, der mich gerettet hat. GG! Ja. Ernst? Ja, der hat mit der RPG drauf geschossen. Und ich dachte so, what the fuck? Ich wollte gerade sagen, geile Aktion, Alter, genau im richtigen Moment. Ja, bitteschön. Aber es war halt ein Javo. Achso. Was meinst du? Wir sollten durchrennen, das sind zu viel, das ist endlos vorn. Links. Rechts. Ich kann. Hin. Was denn? Ich sehe keine Ahnung. Wo er mir auf mein Hey geschrieben. Okay. Er hat geschrieben. Er hat dir einfach auf WhatsApp geschrieben. Jo. Jerry, beeilst du dich mal? Okay, wohin? Was ist das? Oh,
Wir nehmen deinen Plan. Lauf. Er hat echt ein bisschen was von deinem Vater. Achso, übrigens, darf ich dir Ustank vorstellen? Ja? Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Das klappt nie. Frauen haben doch immer irgendwas. Was zur Hölle ist denn das? Er verfolgt uns. Besser gesagt, sie. Schönes Kraut. Hier fang. Da müssen wir hin. Alter. Kannst du mich hier hochwerfen? Hallo. Wollen wir nicht erst umgucken vielleicht? Okay. Sollte man vielleicht tun. Sollte ich hier hochboosten? Dann pushe ich den mal hier hoch. Was ist Cherry eigentlich? Hier müssen wir schon entleeren. Keine Ahnung. Hä? Das ist halt Cherry exklusives Emblem. Ja, genau! Es wird hier noch exklusiv gespielt, Alter. Mhm. Und wie hieß der Mob jetzt gerade eben? Ich hab den Namen nicht. Das ist Ustank. Ustank. Sieht aus wie er mit dem Kopf her, technisch, wegen den Haaren oder was auch immer sein sollte, wie Birkin. Das habe ich auch beim ersten Mal gedacht, dass es Birkin ist. Ja, sieht so ein bisschen danach aus. Dann können wir hier rein. Nö. Ach, nicht. Eigentlich nicht. Hier geht sogar runter. Wollen wir da runter? Ja. Erstmal gucken wir, was da ist. Beim Leben. Jo. Gar ein bisschen Munition. Aber ihr wisst schon, was ich sage. Aber. Wenn ich sage aber, wisst ihr alle wieder Bescheid, was los ist. Wir machen Schnitt. Wir machen wieder mal Folgeende. Ja, mal wieder. Aber guckt euch mal diese schöne Dame an. So. Bis dann, haut rein und Cheerio. Cheerio.